jeden Fall sehe ich die dann auf dem Dancefloor, ne? Mies, geiler Arsch. Oh, ich guck die an. Es war klar, was passieren musste. Hast du abgeschleppt oder was? Auf jeden Fall. Aber ich hab die richtig gefickt, Alter. Ich hab krass Respekt, Alter. Boah, Junge, guck dir mal diese Schwuchtel an. Sowas krass hab ich noch nie gesehen. Ekelhaft, Alter. Ey, wäre ich eher, würde ich mich wahrscheinlich umbringen. Oder wäre ich seine Eltern, würde ich wahrscheinlich ihn umbringen. Aber es sind wahrscheinlich genauso Bastarde wie er. Guck mal, wie der schon. Guck dir den an, was der trägt. Also, wie kann man so rausgehen? Alter, Alter, was soll das bringen? Hast du das gehört, du Schwuchtel? Komm, jetzt halt die Fresse, ja? Ach, große Töne spuckt er auch noch, oder was? Ja, Töne spuckt tut er auch noch. Pass auf, sonst schlag dir einen auf die Schnauze, dann ist es mal Ende mit deinem Rumschminken da. Sei einfach ruhig, ja? Lässt sich bestimmt auch noch in den Arsch ficken oder so. Ja, normal, die machen doch eh nichts anderes. Ah, doch, schminken und rumlaufen wie eine Tusse. Ja, man, for real. Aber ich muss los, Alter. Mach's gut, ja? Schönen Abend noch. Dein Problem eigentlich. Was meinst du, gibt dir das Recht, so mit Menschen zu reden? Alter, ich laufe rum, wie ich das will und wie ich mich anziehe und mit wem ich schlafe, das geht dich überhaupt gar nichts an. Ja, Junge, ich finde das halt einfach irgendwie scheiße. Du bist als Mann geboren und dann hast du auch als Mann zu leben und nicht wie eine Frau. Ja, ich kann auch leben, wie ich will. Aber guck dich doch mal an. Mit deinen langen Haaren und großen Augen und groß und schlank. Also mein Kumpel und ich meinten das ja auch nicht so. Das war vielleicht mehr so ein Spaß. Vielleicht auch mal die Nummern austauschen oder so. Boah. Also das. Nein. Also, aber vielleicht denk mal ein bisschen drüber nach, was du fühlst und wer du bist und vielleicht wird dir dann einiges klar, aber nicht mit mir. Mhm.